Und was jetzt? Waffenhändler, Stadtbewohnerin. So, wo gab es denn nochmal? Konnten wir denn nochmal den letzten Ding jetzt hier fertig machen? Den letzten Sensor. Den konnte man ja hier irgendwo da. Das ging schnell. Das ging schnell. So, ich habe die Sensoren. Ich würde mit Triss reden. Ja, sollten wir wirklich tun. Das ist das heiß an diesem Ding. Was ich aber vorher möchte, ist diesen Gorgo-Vertrag abgeben. Okay, und wir sind doch direkt in der Nähe davon. Und zum Rathaus. Bewohner, Adliger, Adliger. Adliger, Adliger. Freiber, Dachchen. Ja? Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr 5 Gorgo-Federn? Yep. Gewiss. Danke, jetzt unterschreibt die Quittung. Der Nächste. So, 200 Orans haben wir wieder. Nach Plan. Das für den Gorgo-Vertrag. Die anderen Sachen können wir ja jetzt auch endlich machen. So. Ich würde mit Triss reden, mit Carmen. Das ist das mit den komischen Pilzen. Das ist das mit den Kloaken. Das ist das mit den Zähnen. Ja gut, dann gehen wir erstmal zu Triss. Wobei, war da einfacher wäre es, wenn wir hier lang gehen, ne? Müssen wir ja eigentlich nur geradeaus durch. Nehmen wir hier nochmal ein paar Sachen mit. Ignatia! Dich haben wir vorher noch nicht haben können. Jetzt können wir dich aber mitnehmen. Der ist ganz wie Ignatia vorne. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Ich sollte mich sputen. Was ist das? Ignatia. Was soll ich tun? Ignatia. Ah ne, das ist nur ein Steppbewohner. Das Werbeohr hier nehmen wir auch mal mit. Dann einmal zu Triss ins Haus. Die unten oder ist sie oben? Nee, sie ist hier unten. Geralt. Triss? Ich habe die Sensoren angebracht. Ich weiß. Ich habe die Quelle der Anomalie bereits gefunden. Wo? Ein Knabe namens Alvin in Majorans Krankenhaus. Wie kann denn ein Kind die Ursache sein? Ihr habt alles vergessen. Er besitzt große Macht. Zweifellos fließt älteren Blut durch seine Adern. Älteren Blut? Das Geschenk Laras. Wir müssen Alvins zerstörerische Fähigkeiten zügeln. Holt ihn schnell aus dem Krankenhaus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber werde ich ihn einfach so mitnehmen können? Nicht ohne weiteres. Eure Freundin Shani weigert sich, ihn mir zu überlassen. Sie hat keine Ahnung, was der ganzen Stadt bevorsteht, wenn er außer Kontrolle gerät. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr reden soll. Sie ist eure Freundin. Einigt euch mit ihr. Ich wäre euch dankbar. Noch eine Sache. Kinder des älteren Blutes ziehen Kreaturen aus dem Jenseits an. Gespenster und Geister. Diese Schriftrolle könnte euch nützlich sein. Okay. Wir sehen uns später. Okay. Dann, warte mal. Ich möchte mich einmal ganz kurz hinlegen, quasi. Und gucken. Golemmark. Möglich die Intelligenz. Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Dadurch können wir uns dann. Okay.
Müssen wir das einmal... Kann ich eigentlich nicht auch... Doch, und dann kann ich auch selber was machen, ne? Fragst du, was erstelle ich denn hier gerade? Hallo? Unbekannter Trank, okay. So. Jetzt einmal, bevor ich... Ich will nämlich mal gucken. Hole Mark. Fähigkeit erhalten. War das jetzt nicht erhalten? Mondaufgang, Tatsache. Das heißt, hier haben wir jetzt sogar alles durch. So. Dafür brauchen wir dann auch wieder irgendwas. Dafür auch. Das heißt, das ist hier nochmal. Das heißt, wir wollen dafür echt nur noch 4 Dinge, solcher Dinger. Das ist gut. Echt gut. Freue ich mich drüber. So, also jetzt quasi mit Dingens reden. Mit Shani. Das möchte ich allerdings noch nicht tun. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ja, ich weiß. Ich möchte vorher gerne einmal mich um die Aufträge noch kümmern. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit ich den Pöbel reingelassen. Und einmal auf dem Friedhof wieder. So, denn hier gibt es hundertprozentig irgendwas. Geistblatt, okay. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so klug ist, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte einmal das hier ausprobieren. Oh Gott, was haben wir getan? Verringert! Reduziert die Chance, Angriffe des Gegners zu parieren. Okay. Okay. Das war also nicht gut, was wir da gerade zusammengebraut hatten. Haben wir denn da noch einen unbekannten Trank bei? Eine Schwalbe. Ekofagenöl, nee. Noch was Unbekanntes haben wir tatsächlich nicht. Ist vielleicht auch besser so. So, hier so mein Geistblatt. Und hallo, ertrunkener Toter. Ah, gut. Der Zustand ist aber schon wieder weg. Das ist sehr gut. Hier brauchen wir dann noch ein bisschen. Krähenauge können wir auch mitnehmen. Frufteingang. Und ich weiß nicht, ob wir hier schon was in der Gruft machen müssen.
Aber ich glaube, hier stand noch nichts von der Gruft. Ne, das sind nur die... Okay. Die Gruft lassen wir erstmal noch Gruft sein. Sicher ist sicher. Aber wir gucken jetzt hier, ob wir hier noch irgendwelche Monsterchen finden. Okay, auf jeden Fall ist ein Aalghul. Gib mir deine Überreste. Gut, hier ist nur ein Ghul. Von Ghoulen 12. Mit Ghoulblut haben wir 6. Blätterer haben wir 3. Ah, ja, ich meine. Davon haben wir noch gar nichts. Aalghul braucht 3 Mark. Aalghul Mark. Okay. So, gibt's hier noch irgendwen? Schildkraut. Das ist noch ein Fass. Das Fass passt zum Fässchen. Gut. Ich glaube, hier ist soweit nichts mehr. Schade. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar andere Aufträge vielleicht so ein bisschen in Land ziehen können. Oh, was kommt denn jetzt? Was habt ihr im Haus dieser Hexe verloren? Ohne Triss wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Wenn ihr lügt, sollt ihr meine andere, nicht so sanftmütige Seite kennenlernen. Ah, was führt euch hierher? Diese Hexe versucht... einen meiner Patienten zu entführen. Eigentlich nicht, nee. Alvin, was versteht diese fette Schuld von Kindererziehung? Sie müssen sich entführen. Wo doch jeder weiß, dass sie nie eigene haben kann. Ich will nicht, dass sie das Kind in ihre dreckigen Pfoten bekommt. Der Teufel allein weiß, was sie damit anstellen will. Erklärt ihr, dass Alvin bei mir bleibt. Es wäre viel leichter, wenn ihr zwei euch einfach einigen würdet. Ja. Leicht oder nicht, ihr kennt sie besser. Bitte bringt Alvin zu mir. Also gut. Gebt mir einen Kuss. Dieser Moment, wenn eigentlich alle Weiber hinter Geralt herleiern. So, das ist doch schon nicht mehr feierlich. So, alle wollen Geralt. Und Geralt will eigentlich nur seinen Spaß haben. So, ja, bevor wir mit Shani weitermachen, will ich erstmal noch... Das ist nicht gut. Mit Siegfried reden. Hi, Siegfried. Die Skojatel haben uns im Sumpf herbe Verluste zugefügt. Ich bin schlecht gelaunt. Ihr habt frische Soldaten. Schließt euch uns an. Ich bitte euch, schwört den Anderlingen ab. Mal sehen. Warum seid ihr gekommen? Warum seid ihr hier? Ich frage mich, warum das Kriegsrecht verhängt wurde. Ich muss meine Einheit vorbereiten. Ich brauche aber in anderer Angelegenheit Hilfe. Wobei? Wir haben andere Probleme. Aber auf dem städtischen Friedhof sollen Leute verschwinden. Stellt Nachforschungen an. Winkt eine Belohnung? Natürlich. Sowie die Dankbarkeit des Ordens. Spielst du auf Blizzard Games? Ja. Ja.
Zumindest, meinst du jetzt über das Konto? Wo man Diablo und so weiter da zocken kann. Also ich habe zumindest Diablo 3. Das habe ich mir letztes Jahr noch geholt. Gut, und halt WoW. Spiele ich darüber. Mit Diablo 3 habe ich jetzt gerade so angefangen. Jetzt bin ich, glaube ich, noch gar nicht so weit. Und dann halt, ja. Bis vor einem Monat halt noch WoW. Mehr Spiele habe ich da leider zur Zeit noch nicht. Es kommt aber noch. So, meine Liste ist lang. Ich sehe mich um. Ich bete für euch. So. Da könnte man auch was zusammen zocken, wenn du das hast. WoW spiele ich aber nicht. Ja, WoW muss auch nicht. Also, irgendwann werde ich das bestimmt mal spielen. Aber können wir gern machen. Nur wie gesagt, so viel habe ich da leider noch nicht. Nur Diablo 3 und WoW. Bisher. Habe aber auch noch gar nicht geguckt, was es da sonst noch so gibt. Siegfried, wisst ihr etwas über die Angelegenheit auf dem Friedhof? Nur, dass sich kaum einer hineinwagt, weil es dort von Ghulen wimmelt. Es darf nicht sein, dass der Friedhof dem Stadtvolk unzugänglich ist. Immer noch auf Posten? Arbeit formt den Charakter. Fällt euch ein Name für meine neue Einheit ein? Die Penner. Flammende Speere der Zerstörung. So sei es. Flammende Speere der Zerstörung. Das ist gerade das neue Kartenspiel. Oh, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Kann ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Bisher, habe ich mich da noch gar nicht so umgeguckt. Ich kann ja nachher oder morgen mal schauen. Auf bald. Ob das was für mich ist. Heroes of Storm ist sowas wie LOL. Also so ähnliche Spiele wie LOL waren früher überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht geändert hat bisher. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sowas ausprobiert habe, war vor 7 Jahren ungefähr. Und das waren nicht so die Art Spiele, die ich gern gespielt habe. Aber ich würde mich gern eines Besseren belehren lassen. Weil, wie gesagt, ich habe damals so LOL ausprobiert gehabt. Und ich fand es einfach. Ja. Aber andere Spiele würde ich gern mal testen. Das wäre kein Problem. Wenn du heute Lust hast, können wir beide mal zusammen Tester spielen. Also, heute ist tatsächlich schlecht, weil ich ab 19-20 Uhr gibt es Herr der Ringe. Und ich spätestens um 1 im Bett sein muss, weil morgen ja wieder Hundetime ist und meine kleine Welpendame wahrscheinlich wieder um 8 Uhr auf der Matte steht und sagt, oder bellt, dass sie beschäftigt werden möchte. Deswegen müsste ich da fit sein. Aber vielleicht, gut, morgen Abend würde es gehen. Beispielsweise. Falls du da Zeit hättest. Also dann aber halt wirklich erst sehr, sehr. Also etwas später am Abend. Da hätte ich dann zumindest Zeit. Oder halt am Wochenende. Da würde es auch gehen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, Carmen. Hallo, Carmen. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Mhm. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben.
Hoffentlich wird ihm eure Treue nicht zum Verhängnis. Bei mir geht es meist ab 20 Uhr, da bin ich hier. Ja, vor 20 Uhr würde es bei mir halt auch nicht gehen. Weil Abendessen machen, dann noch ein paar private Sachen. Also, das wäre auch in Ordnung. Vor 19, 20 Uhr bin ich meistens abends, wenn ich nicht gerade streame oder aufnehme, nicht am PC. Nein, keine Pause machen kann ich nicht so gut. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Okay. Also, für sie brauchen wir immer noch Ding. Aber sollte nicht hier noch irgendeiner, der Angus hieß? Angus? War da nicht irgendwas? Irgendeiner, der Angus hieß. Angus. Da! Dann behalten wir morgen so 21 Uhr im Auge. Ja. Würde ich sagen. Klingt auf jeden Fall gut. Da sollte ich dann auf jeden Fall am PC sein. So, wo ist... Ach, da! Du siehst aus wie jeder andere. Zieh dir mal was Ordentliches an. Wer seid ihr? Ist doch egal. Seid ihr Angus? Was zum Henker soll egal bedeuten? Schön artig, Arschloch. Wer unterstützt euch? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Ihr macht da einen schweren Fehler. Spuckt es aus. Wer sind eure Lieferanten? Leckt mich. Ich hau ab. Ja, dann folgen wir dir mal, ne? Lauf, kleiner Angus, lauf. Bin dir immer auf den Fersen. Immer im Visier. Ich weiß gar nicht, aus welchem Film war das? Von Monster AG. Immer im Visier. Weißt du, wenn mir irgendein komischer Typ hinterherlaufen würde, würde ich nicht nach Hause rennen. Zumindest nicht in einer Welt wie, Witcher. So, heutzutage ja schon, aber da... Das glaube ich, dass du bist, was man machen kann. Ihr seid ein sturer Hurensohn. Das werdet ihr noch bereuen. Ich habe höflich gefragt und nichts bekommen. Vor allem höflich Vielleicht gefragt. Klappt es ja so. Ich finde, das war nicht höflich, Geralt. Du hast ihn als Arschloch betitelt. Das war nicht höflich. Höflich kalt liegt wohl im Auge des Betrachters. Du liegst so in deiner Tür drin. Soll das so sein? Okay. Hab ich so gehört. Ja! Da hast du ganz richtig gehört. So. Dann gucken wir mal, was sie hier... Wolfssalbe. Okay. Was ist denn hier so alles Schickes im Regal? Nee, Bier brauchen wir nicht. Das haben wir mehr als genug. Das ist ja mega böse. Ein wenig. Ein wenig. Wozu hat er eigentlich so viele Betten? Ich glaube kaum, dass er hier eine Großfamilie zu versorgen hat. Das haben wir schon wieder. Ich würde nur ein bisschen Alkohol mitnehmen, Leute. Nur ein bisschen Alkohol. Stoff und Schnaps, Leute. Stoff und Schnaps. Das ist so. Kommen wir bitte wieder raus. Das hat uns jetzt was alles gebracht. Wir haben hier auf jeden Fall so ein Zettelchen. Empfehlungsschreiben. Der Inhaber dieses Briefs ist ein guter Kerl. Behelligt ihn nicht. Enge. Orte Kloaken. Moment ist wahrscheinlich in den Kloaken anzutreffen. Ich sollte dorthin gehen. Okay, also wir müssen so oder so in die Kloaken.
Das wäre ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ein Fassregal. Mittlerer Alkoholgehalt. Soll ich mit mittlerem Alkoholgehalt? Was soll ich hier hinten? Ich will noch einmal zu Kalkstein, will kurz meditieren. Ein paar Pünktchen verteilen. So. Und gleich kurz hochgehen und meine Essensbestellung mal preisgeben. Okay, Kalkstein ist ja gar nicht hier. Ach, ja, Kalkstein ist in den Sümpfen. Ja gut, okay, dann gehen wir kurz zu einem Lagerfeuer, was da hinten ist. Dann kann ich nochmal eine kurze Pause machen. So lange habe ich noch Zeit, mich zu entscheiden, was ich jetzt wirklich essen will. Wobei eigentlich weiß ich es. Verdammt bin ich heute. Seht ihr die ganzen Bettler? Klaut die Schale eines Bettlers. So, neue Talente. Ich helfe jederzeit. So. Gut, das können wir noch nicht. Was ist das hier? Hier haben wir soweit alles durch. Hier noch nicht. Säureresistenz. Weil wir da unten wahrscheinlich jetzt relativ viele Menschen antreffen werden. Nein. Intelligenz. Mach ich hier immer weiter. Okay. Kann ich hier noch was herstellen? Komm, machen wir einmal bis zum Morgen. Diese Ausrufe immer. So. Dann können wir jetzt gleich Richtung Kloaken gehen. Wir speichern. So. Louis, und dann bin ich